Guten Morgen. Neuankömmling im Sortiment. Das ist eine alte Sachsschaltung offensichtlich hier. Das hinten kann ich gar nicht. Svelto. Svelto? Kenn ich nicht. Ganz altes Ding. Ja, der Sattel muss ab, Gepäckträger muss ab. Die Griffe müssen ab. Ja, das ist fast schon wieder original. Schöne Muffen hat's. Hier vorne. Hier. Die sind schön. Schön, ja, da. Schöner Muffensatz. Verkrummte Gabel. Schick. Hier mache ich gar nicht viel an dem Rad. Das wird einfach nur abgespeckt wieder. Das war's. Ein bisschen zurückgebaut. Das hat nicht originales weg. Der Sattel ist zum Beispiel, geht ja gar nicht. Da kommt ein Ledersattel drauf. Ein Mann, Monkeur, 99. Zug ist noch original. Diese Laufruhe, herrlich. Das sind alte Union-Narben. Ein wunderschönes Design, so ein Hochflansch-Narben, aber eben wirklich schön. Vielleicht damals nicht das billigste. Mit den Union-Narben kenne ich mich nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Die sind sehr selten drin gewesen, da weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich ein deutscher Rahmenbauer dann gewesen, der das hier gebaut hat. Obwohl das sehr, ich habe im ersten Moment gedacht, Franzose. Bloß die Deutschen haben ja auch gerne mit französischen Teilen ausgestattet. Frischheit ließ sich immer besser verkaufen. Ja? Oh! Mit Tasse! Wow! Heute mal next level! Das ist gut! Da bin ich wieder. Oh Mann, abgelenkt worden. Ach, die Lampe ist wirklich schön. Oh, die Lampe ist schön. Ach, ist die schön. Oh, das ist eine schöne Lampe. Vor allem ist sie völlig sinnlos. Sie ist ja nicht mal eine.
Ich wollte gerade sagen, ist ja nicht meine Lampe dran, aber die ist ja da, die ist ja da mit dabei. Tommy, Na, aber dennoch, machen wir damit mal Folgendes. Nämlich abbauen. Ach, wunderschön. Was ist denn da los? Ja. Tommy. Tommy, du Spaßvogel, du Spastvogel. Oh, jetzt sind die noch dabei, Alter. Spastvogel. Spastvogel ist besser als Knast. Vogel. Und rinn ins Herz. Wahnsinn, was für eine Schärfe. Das sind kleine Messer. Diese kleinen Messerchen hier. Fuck. Ja, cool. So, fertig. Ganz simple schwarze Wupsis. Perfekt, perfekt. Perfekt. Fertig.
Boah, ist ja heiß. Meine Herren. Oh Gott, das wäre. Na gut, okay. Eine Stunde haben wir schon wieder Material, das ich durchschneiden muss. Also. Diesen Sattel, der ist natürlich jetzt hier, der ist nicht der Reißer, ne? Der Sattel wird noch in Wasser eingelegt. Ja. So kriegt man ihn wieder fit. Ja, so sieht er vorher aus. So, muss ich auch mal zeigen, wie der hinterher aussieht. Muss man richtig kochen. Auch wieder kochen. Tommys Kochstudio, die zweite. Was richtig heiß ist, Wasser muss das sein. Da muss das drin, da wird das eingelegt. Und dann kann man das in Form binden. Dann nimmt man sich einen Faden, also einen Faden ist es ja nicht, eine Schnur. Und wickelt den richtig in Form. Wickelt ihn richtig kräftig rum. So wie man ihn haben will. Und dann lässt man das Ganze trocknen. Ja? Ab und zu mal ein bisschen feucht machen. Auf der Schnur. Und alles cool. Und dann bleibt der so. Das ist noch zu machen. Realität mit dem Tee ist das weg. Mit dem, ich muss den trinken. Ich glaube aber auch, da war Müdigkeit und alle zusammen. Das war so ein bisschen über. Drüber. Belastung. Ich habe versucht, ein Schaltwerk zu bestellen, weil ein Kunde hat sich ja hier das Ding. Zerrammelt, oder? Schaltauge, inklusive Schaltwerk, alles verbogen. Es gibt nicht ein Schaltwerk bei BWF lieferbar. Ende April, Mitte Juni. Ich dachte, was ist denn das? Ich dachte, das ist ein Großhandel. Oder was? Also entweder jetzt allen so gerade. Also nicht eins, nicht das billigste und nicht das teuerste. Nichts. Komplett ausverkauft. Also es muss ja wohl so sein, doch. Hier, dieser eine Kunde, den ich habe, der hat mir jetzt dann erzählt, der hat ja Fahrradaktien. Und er sagt, er hat so viel Geld, also so viel Plus, in so kurzer Zeit hat er bisher noch nie gehabt. Sagt er, die Leute, die haben alle einen riesen Plus ausgezahlt sozusagen. Umsatzsteigerung ohne Ende in der Fahrradbranche. Also keine Ahnung, wie die Aktien heißen oder so, aber da gibt es ja so ein paar Unternehmen. Wahrscheinlich Diamant auch. Also mit Sicherheit auch Diamant. Also bei uns war es nicht so Bombe. Schlechter. Definitiv schlechter wieder. Naja. Aber WWF ist keine AG, wa? Das werden die bestimmt überlegen. Oh, was ist denn das? Total verbogen. Um Gottes Willen. Ah, oh, jetzt sehe ich das erst. Meine, das ist ja so, kommt das. Schöne Draht umgeworfen und schaut mal, wie das Schaltwerk steht. Hier. Lass mal gucken, ob wir das zurückgebogen kriegen. Weil das muss man biegen, weil ansonsten kannst du den Rahmen wegschmeißen. Moin. Was ist mit dir? Ja, bitte? Ich kann, also mein Schlüssel, wenn, kann ich manchmal nicht mehr aus meinem Schloss rausgehen. Ich hol mal ein bisschen Öl. Okay, danke. Okay, Tommy, wir gehen mal hoch, ja? Nein, nein.
Was sagst du? Was ist denn mit der Grundaufnahme? Das muss der nicht. Wir können es auch exklusiv machen. Was meinst du? Ja, du machst doch indirekt. Du willst dich wohl indirekt bei mir beschweren. Ja, du kannst doch exklusiv. Mach exklusiv. Was soll ich denn noch bestellen? Ja. Yay! Achso, Etage tiefer. Hier vielleicht. Yay! Und hier vielleicht. Yay! Perfekt. Schaltauge ist gekommen. Ein Kopf wird ist das Richtige. Ja, Union. Hoffen wir mal. Achtung! Ja, irgendwie. Ja, doch, das ist er. Die größere die Winderin bohren, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Dann gucken wir mal, was wir hier hinkriegen. Mit denen. Dann schleife ich die runter. Ja, na gut, okay, na klar. Geht. Passt ja. Da hören wir mal hin. Da ist natürlich eine 8 drin. Ja, das ist dafür, das ist Lenkrad. Das ist die Größe, so ein. Das ist 15er. Ich weiß auch nicht, mein. Ich habe keine Ahnung. Für Lenker oder was? Ja, ich habe aber oben die gleiche Schraube wie da. Dann ist es eine 13er. Sorry. Oder ist es ein DDR-Rad? Dann ist es ein 12er oder ein 11er. Also Standard Westen ist 13. Standard Osten ist 12 oder Chrom 11. Probier einfach mal. War's. Ich danke. Leg einfach hin. Schönen Tag dir noch. Jo. Hier schon, oh, was ist das?
Da bin ich. Ja, okay. Erst reingekommen. Also es ist ein Tour- und Sportrad, ist gar kein Rennrad im klassischen Sinne. Ist dieses hier. Ne? Ah, okay. Ist auch ein sehr altes Stück, 60er Jahre. Mit sehr schönen Muffen, also sehr guter, sehr, sehr schönes Rad eigentlich. Ja. Sattel fehlt halt noch. Der Sattel, der drauf war, das ist ja dieser, der hier gewesen. Okay. Also, den kann man natürlich auch wieder drauf machen oder so. Ja, aber ich hätte es jetzt gut im Sinne der Originalität halt gerne mit einem Ledersattel aufgebaut oder so. Ja. Ne, aber der ist natürlich wesentlich bequemer als so eine Lederdecke. Ja, ja, das stimmt. Ne, das ist, was wir gerade da haben. Okay. Nur, ja, große Auswahl haben wir halt nicht. Ja, ja, ist ja auch sehr beliebt. Deswegen gucke ich mich halt so ein bisschen um. Ja, kannst ja, wie gesagt, vorne gibt es noch einen anderen Laden, der hat mehr mit Rennrädern. Also der hat wirklich eine Menge Auswahl. Okay. Oder so. In die Richtung dann? Also genau. Richtung Maybach-Ufer dann? Genau. Okay, Richtung, cool. Richtung, genau, vorne. Und was wäre der Preis? Der Preis bei dem ist 350. Okay. Weil es eben alles noch original ist. Ja, ja. Deswegen ist es nicht 350 okay. im Sinne von teuer, sondern eher 350 von billig. Ja, ja. Ja, weil normalerweise, wenn du das jetzt umbaust mit neuen Laufrädern oder so, oder irgendwie einer anderen Schaltung oder so ein bisschen auf stylisch, dann werden die ja eher noch teurer. Okay. Ja. Aber dann inklusive den Sattel wieder, also... Den kannst du mit haben. Ja, ist kein Problem, der ist gratis mit dabei sozusagen. Ich habe es auch gerade inseriert jetzt. Gerade eben war ich oben, habe das inseriert. Okay. Ist wirklich heute gekommen, gerade erst fertig. Ja. So dass man damit fahren kann. Okay. Ja. Gut. Dann würde ich mich auch weiter umgucken, aber ja. Danke auf jeden Fall. Erst bitte, mal. Gerne. Ciao, ciao, viel Erfolg. Ciao, danke. Maul. Ah, neues Regal, ja? Ja, ja. So. Was ist? Ach, diese Spitzweg-Sache. Der spitze Weg. Aber die. Das ist eine Radierung. Das ist kein Entwurf. Das ist eine Radierung nach. Ja. Ja. Meinst du? Weiß ich, sehe ich. Wieso wollen wir zu sehen? Weil es eine Radierung ist. Ja, meinst du, ein Vorentwurf ist anders, ja? Ja, eine Skizze ist was völlig anderes. Ja, eine Radierung kommt. Es gibt aber einen Vorentwurf von dem Bild. Eine Radierung kommt von der Platte. Die wird gedruckt. Das okay. ist eine Multiple. Da siehst du ja den Plattenrand sogar hier. Okay. Dann meinst du nicht, dass er extra so gemacht, dass es ein Rand ist, dass man da halt bis dahin, dahin und nicht weiter malt? Nee. Na gut, ja, ich kann es ja mal kicken. Ey, guck mal nach. Wenn man sich Mühe gibt, kann man so ja sehen, dass es Spitzweg heißt, oder? Kick einfach mal. Ich guck mal nach, ob ich was rausfinde, wer den gemacht hat. Ich hab kein Internet und ja nicht, wisst ihr. Du hast ja da mehr Beziehung und hast Internet und weißt wie. Kannst ja mal kicken, ob es was ist oder nicht. Ja, kein Problem. Ja, ich habe aufgespannt mit Haargummis, mit Gummis und allem.
Tra. Ja, nicht interessant das heute, wa? Irgendwie. Irgendwie eine Nullnummer. Genug Sieg. Ja, aber langsam kriegst du dann das Feeling dafür, wie die Säge da durchgleitet. Und dementsprechend kannst du mehr Druck oder weniger Druck auf das Blatt ausüben. Dementsprechend schneidest du dann schneller oder langsamer. Ja, komm, schaffst du. Der Arm. Der Arm? Na, ist er dran. Zieh durch! Ja! Sei wütend! Wütend! Ah! Kann ich dich abtreten? Nein! Das wird durchgesägt. Komm, schön gerade und durchziehen. Ja, ja, ja. Sing, sing, sing! Ja, ja! Ja, na komm noch singen! Oh, bravo! Mein Arm ist tot! Bravo! Mal jetzt die andere Seite. Hast du gut gemacht. Na Mensch! Jetzt kannst du deine Arme erstmal revitalisieren. Mit der Kettensäge dann, ja. Bum, bum. Du kannst ja zum Kamin bringen. Muss aber nicht. Und Nase? Das Brett noch. Einfach nur, damit wir wieder ein bisschen Kaminholz haben. Ja, wenn es jetzt die nächsten Tage... Willst du wieder? Ja, okay, dann machst du wieder die Seite. Aber nur das letzte Stück wieder. Mein letztes Stück. Irgendwann kommt schon wieder. Ach, irgendwann, das ist ganz normal. Das ist irgendwann schon. Ja. Gute Nacht. Ja. Wir sehen uns morgen oder so. Bis dann. Ciao.